888-9-16 hat jemand kommentiert. Die erste Chatnachricht. Das ist ein Checkout, das wir als nächstes machen könnten. Das klingt plausibel. Also es klingt nicht logisch, also es macht keinen Sinn von dem her. Aber ja, das wird das nächste Checkout. Das werde ich hier gerade screenshotten. Triple Tims erste Twitch-Chat-Nachricht bei mir war vielleicht 888-9-16. Ach, und übrigens, das P soll eine 9 sein. Ich habe gefragt und ich meine, die Dinger liegen auch verdammt nah beieinander. Da kann das auch mal passieren. Pack-Opening-Time. Ganz kurz, wer seine Darts nicht als Brieföffner benutzt, weiß ich auch nicht. Ich benutze manche von meinen Darts mehr als Brieföffner als wirklich Darts, damit zu spielen. Der Satz war ein bisschen weird. Das sind die Flights. Ich dachte, die sind ein bisschen roter, die sehen ein bisschen pink aus. Und dazu gibt es auch noch passende Schäfte. 26 mm. Ist das crazy oder ist das crazy? Ich dachte mal, ich werde fancy ein bisschen für den Stream. Und dann werfen wir das Checkout. Und wenn ich nicht treffen sollte, dann schiebe ich es darauf, dass ich ein neues Setup habe. Mal was anderes. Sieht interessant aus. Das ist eine sehr nette Weise zu sagen, dass es scheiße aussieht. Ich starte die nächste Vorhersage. Dieses Mal ist es leichter, das Checkout. Ich bin mal gespannt, wo die Hater jetzt bleiben. Wo bleiben die Hater jetzt, wenn es Aussicht auf Punkte gibt? Kurz zur Erklärung, man kann im Stream natürlich immer gegen und für mich wetten, ob ich es innerhalb einer Stunde schaffe, dieses Checkout zu werfen. Und wenn mal so ein Checkout relativ einfach ist, dann fangen auf einmal an, die Leute auf mich zu wetten. Die Leute, die eigentlich immer gegen mich sind. Und bei solchen Checkouts merkt man dann, wer mich nur anfeuert mit Aussicht auf den eigenen Profit. So sieht's nämlich aus. Wie kann ich denn die 9 verfehlen? Das war ein Skandal gerade. Ach, by the way, ich werde immer noch gefragt, welche Darts ich da spiele, wieso auch immer. Es steht alles immer in der Videobeschreibung. Nur so als kleiner Tipp. Jetzt schaffe ich es. 10 Minuten. Schon mal die Aufwärmphase. Und weil ich glaube, dass das eins der letzten Videos sein wird, wo ich es noch erwähnen kann, bei 1000 Abonnenten mache ich Triple Bullseye. Ich habe den Dart überhaupt nicht gut gehalten. Schau nochmal auf die Vorhersage. Was steht bei der Vorhersage? Habe ich da Quatsch hingeschrieben? Ach so, okay. Es haben 5 Leute dafür abgestimmt, dass ich schaffe, innerhalb von einer Stunde. Aber einer hat all sein Hab und Gut darauf gewettet, dass ich es nicht schaffe. Und das sind 5000 Kanalpunkte. Also der Typ ist sich ziemlich sicher. Und dem werde ich jetzt mal zeigen, was... der Hammer hängt. Das hat mich jetzt motiviert. Danke, dass du es in den Chat geschrieben hast. Dass dieser eine Typ 5000 Kanalpunkte darauf verwettet hat, dass ich es nicht schaffe, das hat mich jetzt motiviert, dass ich es schaffe. Um dich Lügen zu strafen. Ohne Spaß. Okay, gib mir kurz eine Minute Konzentration, dann mache ich es schnell. Oh, dass ich die 9 nicht treffe, ist wirklich ein Witz. Nee, was zum Fick? 44 Minuten, Alter. Ich brauche viel zu lang. Oh mein Gott. Let's go! Die Kanalpunkte von Medium U sind damit kaputt.